Hallo und herzlich willkommen zur, was ist es, die 68. oder 69. Folge von Project Unstable 5. Ich habe jetzt hier mal die Drawer alle fertig gemacht, habe das jetzt hier mal ein bisschen Boden, ein kleines bisschen Wänden schöner gemacht. Und ja, es gefällt mir noch nicht ganz so, wir müssen mal vielleicht einfach das Ding hier wegtun, vielleicht hilft das schon. Das hier wegmachen und dann vielleicht Output machen und... Ist gerade die Idee gekommen, ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Ja, so geht's, glaube ich, sogar einigermaßen. Okay, gut. Das letzte Mal, wie gesagt, haben wir das hier ausgebaut, dass wir ein bisschen mehr Lagerplatz haben. Wir sehen, wir haben wesentlich mehr Platz jetzt. Auch wenn natürlich noch ein paar Dinge fehlen, weil ich davon nichts hatte. Aber Großteil ist schon mal irgendwie eingerichtet und das ist schon mal ganz schick. Wir haben ja natürlich immer noch einen Haufen Müll, dass er irgendwo noch Einzug finden möchte. Ja, das wird noch lustig. Und hier unten müssen wir halt noch gucken, wie wir das machen wollen. Wir könnten hier erstmal die Drawer theoretisch dann auch noch alle wegballern. Weil die brauchen wir hier nicht unbedingt. Dann können wir hier unten das halt komplett zumachen. Haben wir noch irgendwo, genau, hier so ein Slave. Und hier, genau, hier ist das. Das habe ich noch gesucht, okay. Ja, dann könnten wir das vielleicht heute machen. Da ist irgendwo trotzdem noch ein Zombie drin. Die Sache ist die, wir brauchen trotzdem noch mehr Strom. Und für Stromgenerierung haben wir jetzt nicht unbedingt so viele Möglichkeiten. Ich hatte mir überlegt, wir machen uns ein Dynamo. Es gibt Innovation Dynamo, den können wir noch nicht machen, weil das Ding ist ein bisschen... Das generiert uns aus Redstone-Strom und das ist eine Menge, die da einfach nicht mehr normal ist. Wir haben Reactant Dynamo. Fuel and Solid Reactant. Also, das heißt, wir brauchen, glaube ich, was war das? So nach dem Motto Netherwarzen und eine Flüssigkeit. Was haben wir hier noch? Compression, der erzeugt einen Steam. Fluid, Fuel and Coolant. Okay, ich glaube. Nee, der Steam Dynamo hat mit Steam gearbeitet. Haha. Gas, Water and Solid Fuel. Dann haben wir noch Magmatic, der braucht einfach nur Lava. Und da möchte ich heute gerne mal ein bisschen was machen. Und zwar möchte ich uns zum einen gerne mal eine Lava-Produktion ins Aufsetzen noch, dass wir praktisch mehr als genug Lava am Ende haben. Das könnten wir theoretisch jetzt schon mal machen. Ich bin gerade am überlegen, wo wir es hinbauen, ob wir die Lava-Produktion hinten bei Blood Magic einfach direkt hinpacken. Das könnten wir machen eigentlich. Wir haben noch unseren Ender-Tank hier. Das ist der, glaube ich, für Lava, ne? Sollte auch sein. Ich gucke gleich nochmal nach. Können wir eigentlich, das habe ich noch nicht ausprobiert, ja, 40 Eimer, kommen wir ballern es einfach mal hoch, wir haben ja genügend Enderperlen. Okay. Ich glaube 256 ging es, ja, 256. Gut, jetzt können wir 256 Eimer speichern in dem Tank, das heißt wir brauchen jetzt nicht mal irgendwie eine Drum zu machen oder so, wir haben das alles praktisch direkt hier im Fluid Tank. So, okay, das ist doch wunderbar. Gut, nun denn, würde ich sagen, wir können uns natürlich auch eine Automatisierung machen mit einem Eimer, der praktisch dann in einem Mechanical User benutzt wird, dann rausgeht, in das Ding hier gefüllt wird, in den Ender Tank und nachher wieder reingeht. Das ist mir aber ein bisschen doof, ich möchte das gerne anders machen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Ritual Stone. Die haben wir natürlich nicht. Ritual Stone. Ich komme mal hingucken, ob ich hinten noch welche habe. Ihr habt zwei Ritual Stone noch. Okay. Also ich brauche noch einen Master Ritual Stone. Ritual Stone. Reinforced Slate. Brauchen wir 8 Stück. So. Brauchen wir das auch nicht, weil dann reicht das nämlich genau. Da brauche ich dann Obsidian. Das brauche ich, glaube ich, zweimal, ja. Ich hoffe, ich habe genügend Obsidian. Sonst müssen wir uns auch mal überlegen, wenn wir eine Obsidian-Farm vielleicht machen wollen. Habe ich Obsidian? 4 Stück. Okay. Haben wir noch Turm of Alkahest. Ein bisschen doof. Was ist denn jetzt wieder los? So. Wasser und Lava-Eimer. Ne, wir haben jetzt nicht.
Aus dem Magma-Block kann man das machen, interessant. Okay, ansonsten eine Blaze Lamp, das ist auch ein bisschen Blaze Drops. Okay, dann machen wir ganz kurz. Mechanical Miner. Ab geht's. Ich soll vielleicht noch was einmal mitnehmen. So. Okay. Müssen wir uns dann mal auch nochmal eine Obsidian Farm irgendwo bauen, allgemein noch ein paar andere Dinge aufsetzen. So. Ups. Hier hin. So, ne? Okay. Theoretisch sollte das dann ja funktionieren. So, also. Okay. Gut. Dann machen wir das mal eben hier alles fertig. Ich meine, ich kann ja keinen Schaden mehr kriegen durch das Sigil. Wie gesagt, das sind alles so Dinge, was mir so aufgefallen ist, die man nochmal, dann bearbeiten muss, beispielsweise in unserem nächsten Pack oder so. Da müssen wir beispielsweise Blood Magic anpassen an manchen Stellen die Rezepte, weil andernfalls dieses Sigil of Elemental Affinity, was wir hier haben, was wir uns gemacht haben, ne? Wir brauchen Air Sigil, Water Sigil, Lava Sigil und Obsidian, dass wir das Obsidian vielleicht austauschen zu was anderem, denn das ist echt ein bisschen zu krass, was es macht. Dafür. Ja. Weil wir eben Cursed Earth haben. Da müssen wir mal schauen. Wir können natürlich auch einfach sagen, wir lassen Drop of Evil nicht droppen, sondern sorgen dafür, dass man das anders bekommen muss. Können wir auch machen. Ist halt die Frage, wie man das lösen will. Keine Ahnung. Wie gesagt, das sind alles noch so Dinge, wo wir dann noch Ideen uns überlegen müssen. Damit wir alles so in etwa gleichbleibend haben. Und ich möchte trotzdem, ich muss mal gucken, ob wir irgendwas finden, noch wegen Fliegen. Weil ich möchte trotzdem, dass man irgendwie fliegen kann. Relativ anständig fliegen. Dass man zuerst doof fliegt, dann fliegt man anständig und am Schluss hat man dann einen Angel Ring. So wäre es, glaube ich, am besten, ne? Weil wir haben jetzt einen Angel Ring und alles, was wir dafür brauchten, war das End. Das werden wir noch ein bisschen ändern. Wie gesagt, dafür können wir halt ja in unseren eigenen Mod-Items noch einfügen und so weiter und können dann sagen, hey, das brauchst du noch, das brauchst du noch, das brauchst du noch. Brauchen wir einen Netherstern für einen Angel Ring? Ich glaube nicht, ne? Brauchen wir nur ein Drachenei. Jo. Das ist natürlich toll. Naja, gut. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die wir noch machen müssen. Die dann hoffentlich auch am Ende was werden. Ich meine, wir haben uns wirklich jetzt, also, oder ich mir jetzt erstmal extrem viel vorgenommen noch. Was wir praktisch mit dem nächsten Pack dann erreichen wollen oder wie es aussehen soll. Trotzdem finde ich, es ist eigentlich richtig so, wie ich es jetzt machen will. Weil dann haben wir ein Pack, was hoffentlich Ewigkeiten bestehen kann. Aufgrund des Questing-Systems, aufgrund der Möglichkeit, neue Mods dann einzubinden und so weiter. Dass wir dann wirklich vielleicht eine eigene Progression machen, die nicht zu langsam ist, aber auch nicht zu schnell. Dass man wirklich ein schönes Spielerlebnis hat und wenn man beispielsweise... Wir machen ja ein Lootbox-System, weil ja im Moment dieses Ding da wieder ist mit hier, dieses komische Shadow of Mordor oder wie, glaube ich, hieß es Shadow of Mordor, dieses komische War-Ding da, wo man gegen Orks kämpft. Da haben sie ja jetzt Lootboxen eingeführt und im Endeffekt ist ja das, was wir auch machen. Du kannst dir Lootboxen dann von dem Ingame-Zeug kaufen, wenn du Quests und so weiter erfüllt hast, kannst du ja auch dann patschen in unser Modpack dir indirekt Lootboxen kaufen für verschiedene Dinge, beispielsweise Mob-Drops oder was weiß ich nicht. Mit dem Unterschied, bei uns kannst du es generieren ab einem gewissen Punkt. Das ist praktisch mein Plan, dass so ab einem gewissen Punkt dir Geld erschaffen kannst, sozusagen. Das ist mein Ziel. Und dann auf aber eine Art und Weise, die okay ist. Also, dass man dann entweder sagt, okay, manche Items verkaufst du, und dadurch kriegst du praktisch das Zeug raus.
Das ist so eine Idee, die ich hatte, dass man sagt, keine Ahnung, wenn wir Avaritia drauf haben, dass du Neutronium-Ingot brauchst. Das braucht extrem lange und dann kannst du damit arbeiten, beispielsweise, und dann kannst du es umsetzen. Dafür ist aber diese Neutronium, das man zu kriegen, ist extrem schwer. Beispielsweise macht man mehr die Rezepte noch ein bisschen schwerer, noch ein bisschen, und macht dann noch irgendwie, dass man bestimmte Erze braucht, die es nur im End gibt, gewisse Erze, die es nur im Nether gibt, dass man da wirklich zu tun hat, das Zeug zu kriegen. Dass man halt Spaß dran hat. Also wenn man kann das Pack spielen ohne Probleme. Man kann es aber leichter machen, indem man mehr spielt, sag ich mal so. Also es soll nicht schwer sein, es soll aber auch so sein, dass man, wenn man viel spielt, es noch leichter hat am Ende. Das heißt praktisch, dass Aufwand mehr belohnt wird. Das ist so die Idee. Aber trotzdem, dass halt der Spielspaß beim Normalen nicht verloren geht. Das ist das Wichtigste, weil wenn Leute sagen, ja toll, nur weil ich nicht so viel Aufwand reinstecke, bin ich nicht so. Es soll praktisch wie eine normale Minecraft-Progression indirekt sein, indem Leute, die mehr spielen, mehr machen können als Leute, die wenig spielen. Ist ja logisch. Aber das will ich so ein bisschen noch verschieben, halt mit Hilfe der Lootboxen da. Also, was heißt Lootboxen? Ja, es sind Lootboxen. Es sind Lootboxen. Egal. So, was wollte ich jetzt eigentlich hier holen? Nichts. Ich habe alles. Okay. Habe ich meinen Ritual Tinkerer dabei? Ja, Activation Crystal Ding. Okay. Gut, dann baue ich es einfach mal hier hinten auf. Hier ist ja, glaube ich, eh gechuckloadet, ne? Jo. Dann würde ich sagen, wir bauen das einfach mal hier hinter. Hey, es hat was gebracht. Ich habe nämlich. Huch. Einfach hier unten. Er hat trotzdem in den ersten Slot gepackt. Hab hier unten nämlich alles voll mit Rotten Flash gepackt, dass es eigentlich hier hinten drinnen landen soll. Anscheinend tut es nicht. Ich weiß nicht. Okay, gut. Aber hier ist trotzdem erstmal noch ein bisschen Warwill drinne. Auch wenn hier. Warum wirst du nicht mehr? Alles ist voll, nur das. Normal, Dämonik will nicht. Hier überhaupt immer zu Rotten Flash reinkommt. Ich könnte es. Oh, ich habe eine Idee. Moment, das machen wir nochmal schnell. Dann fixen wir es gleich mal, weil da nur Rotten Flash drin ist. Immer. Weil die Zombies wahrscheinlich draußen spawnen und so weiter. Huch. Item Frame. So, wir machen einfach mal ein Item Frame. So, schawupp. Item Frame. Rotten Flash schon mal hinten. Wand of the Forest. Okay, wir stellen jetzt einfach mal die Hopperhocks so um, dass sie das nicht einsammelt. So, also das hier weg. Pick up only items in frame, items not in frame. So, packen wir den Frame hin. Und dann kommt da Rotten Flash rein. So, und theoretisch sollte er das jetzt nicht einsammeln. Wunderbar. Gut, das ist doch wesentlich besser. Kommt da jetzt kein Rotten Flash mehr rein. Was ja im Endeffekt der Nemesis vom ganzen System war. Okay. Gut, jetzt muss ich aber trotzdem hier nach unten. Hallo. Kurz gucken. Der Chunk ist noch gechunkt. Okay. F3 und G. Okay, wir haben ein bisschen Platz. Oh, guten Tag, Mr. Zombie. Wie geht es Ihnen? Wir können so. Oder wir packen es hier hoch, doch irgendwo. Können es auch hier oben irgendwo an die Seite packen, aber. Nee, ich packe es erstmal nach unten. Okay. Oder warte mal, kann ich den Tank irgendwo dekorativ hinstellen? Kurz gucken. Weiß nicht, ob der dekorativ hier irgendwie hinpasst. Wirkt zu modern. Problem ist nämlich, ich muss auch noch gucken wegen Chunk. Also ich kann es nur in diesen Chunk hier bauen, weil hier haben wir ja dieses Demonic Will im Chunk drinne, was ich brauche. Okay. Moment. Master Ritual Stone einfach. Packen wir es einfach hier unten irgendwo hin, ist ja egal. So. So.
Dann Rituals, nicht Crusher, sondern Nether. So. Am besten wäre jetzt natürlich noch Cobblestone oder irgendwas in der Art. Hier. 1, 2, 3, 4. Nur erstmal, das können wir dann sogar gleich wegmachen. Ah ne, wir können es sogar so machen. Haha. Stimmt. Dann aktivieren wir das Ding mal. Rush of Energy flows through the ritual. Wunderbar. Und dann stellen wir jetzt mal hier ein auf Information. So, und danach haben wir Raw decreases LP costing by placing corrosives, entities within range that are immune to fire damage, players within designated fire resistance applied to them. Destructive lava placement range is increased. Entities in this range of. Hä? Konnte ich nicht? Fine area. Steadfast, entities are immune to fire, wakeful. Ah! Mit Raw will was, okay. Ist hier will im Ding, sollte aber immer drin sein. Ja. Mhm. Okay, wir machen nochmal eine Drum. Vielleicht nutzt dieser Tank irgendwie eine andere Funktion, die nicht unterstützt wird. Moment. Schon eine Drum? Nein. Nee. Wenn wir einmal tolle Sachen machen. Nein. Gut. So. Okay. Ups. So, das mal hin. Machen wir hier Stein drum. Wisst ihr was, wir machen das Ritual nochmal kurz kaputt. Weil ich keine Lust habe, dass jetzt hier bald der Block weggeht, weil in Lava fliegt oder so. Das heißt, wir nehmen das Ding, hauen hier mal dran, wir nehmen das Ding, machen das dann gleich an. So, okay. Ich probiere jetzt nochmal eine Sache, ich dämme das Ding mal hin. Okay. Corrosive Raw. To tank the ritual, replace lava into. Okay, wir machen uns einen Blood Tank. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, die ich sehe. Blood. Tank. So. Ist noch hier, habe ich noch ein paar Blinkschuhe. Alles doof, ey. So still und leise im Kämmerchen jetzt vor mich hin murren. So. Okay. Blub. Vielleicht geht das. Wie kriege ich das Zeug da rein? Es ist doch in der Umgebung. In dem Chunk ist doch Zeug.
Versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Das sollte funktionieren. Joseph Thankful Lava. Alles irgendwie komisch. Nichts funktioniert wieder mal. The tank that the ritual plays lava into. Du hast doch Rohr, Will. Generates the source blow of master. Decrease the life point cost of placing lava in a lava. Muss ich vielleicht noch was anderes setzen? Ach, set consume. Ich will es wieder anschalten. Wie kann ich das wieder anschalten? Es mobbt mich. Das ist doch bescheuert. Warum funktioniert der Mist wieder mal nicht? Ich will doch einfach nur. So, du alles an. Fine Area. So, ich möchte gerne Raw Will. Bam Bam. Rage Sex Will Set. Set Consume Will. The Ritual no longer uses Demon Will. Es ist doch alles so zum Kotzen. Kann man. Warum funktioniert nichts? Alles, was ich machen will, funktioniert nicht. Gut, dann lassen wir das. Dann machen wir es doch auf eine andere Art und Weise. Tut mir leid. Ist da oben was in der Kiste gelandet. Ach, Mann. Kann ich keine tollen Sachen haben? Mann. Okay. Dann können wir es nämlich irgendwo aufbauen, dann brauchen wir es nicht hier hinten aufbauen. Ich dachte mir, ja Mensch, bauen wir es da hinten auf, das ist schön. Ja, toll. Funktioniert super. Okay, dann müssen wir es doch mit einem User oder irgend sowas machen. Gibt es irgendwas Tolles? Irgendwie Fluid Placer, Fluid Collector. Ich vermute mal, der Fluid Collector macht das Ding, was wir brauchen. Fluid Router. Ansonsten gibt es aber nichts, was irgendwie direkt aussammeln kann, ne? Ich guck nochmal ganz kurz, aber ich glaube, das haben wir schon mal geguckt. Fluid Grid, Fluid Interface. Das sind alles die Dinger. Das ist da drin. Wenn man es nicht mal in die eigenen Blood-Tanks reinkriegt und allgemein er irgendwie sagt, ja, Set Consume Will to Know. Das ist komisch so. Wir brauchen. Fluid Outlet, Fluid Pump, Fluid Router, Biogas. Vielleicht ein Kollektor. In irgendeiner Form nochmal. Plant Recollector, Water Resource Collector. Achso, das ist. Okay. Okay. Dann machen wir es doch mit dem Eimer. Aber wir machen es anders. Back. So, wir machen die Dinger hier. Wovon wir natürlich wieder nichts haben. So, davon ein paar. Okay. Lass mich raten, ich habe. Doch, ich habe genug Dung. Mann. Ich will doch nur, dass es funktioniert. Warum ist denn das so schwer? Ach, Mann. Hier unten das Ding muss man dann auch mal unbedingt nochmal zumachen und neu machen. Huch. So.
Das geht ja gar nicht. Das ist alles so halb offen, halb aufgeruppt, halt nicht. So, das einfach auffüllen und dann ist gut. Das hier machen wir dann eh weg. Muss dann eh mal gucken, dass wir vielleicht Hemden besitzen, dass wir das einfach mal da drinnen packen, alles auch. So. Ach so, ich muss ja erst. Stimmt, ich muss erst das machen. Und dafür brauche ich hier die Dings, weil die kaputt ist wieder mal. Weil ich sie immer im Regen anlasse. So, Mensch. Gear. Dann machen wir das jetzt noch schnell und dann beende ich die Folge. So. Catch. Toll. Ich wollte, das kann ich. So. Gut, dann lassen wir das mal ein bisschen durchlatschen noch. Ja. Yeah. Wird Gewindmills. Spins quicker when it's ranged. Ja, gut. Upgrade ist nicht unbedingt möglich. Wer weiß. Ich bin eh mal gespannt, deswegen will ich eigentlich gerne auch auf die 1.12, weil in der 1.12 hat Better with Mods ein neues System implementiert, wodurch verschiedene Maschinen verschiedene Stärken brauchen an Rotationsenergie. Das heißt, ein Windrad reicht nicht mehr, um alles zu betreiben beispielsweise. Was ich immer noch sehr, sehr cool finde, weil die Idee hat mich, habe ich die ganze Zeit mir gesagt, Mensch, es kann einfach nicht sein, dass man alles in ein Netzwerk anschließt. Das wäre doch mal schön, wenn es geändert wird. Und es wird geändert, es ist so schön. So, ich muss es erstmal zu Tendler machen. So. Okay. Klub. Was ist das hier eigentlich? Achso, das war das, tausendes Ritual. Ja, das müssen wir dann auch mal wegpacken. Ich find's schön, dass man hier alles so durchsieht. Das nur dann, da fülle ich dann einfach komplett auf mit Cobblestone und machen wir das Portal weg, setzen uns woanders hin. Gut ist. Muss dann nur mal gucken, wo man rauskommt, nicht, dass man in der Wall suffocaten. Das kann durchaus passieren. Warte, was wollte ich? Tendler. Ich vergesse immer, was ich getan habe oder tun will. Ach, dein Ernst. Okay. Es ist echt spannend gerade. Okay, kann ich noch irgendwas erzählen? Fällt mir noch irgendwas ein? Irgendwie nicht. Ist doch alles doof. Ja, ja. Es ist so spannend. Und was macht ihr nachher noch? Ich warte. Guck mal, wir haben schon zwei. Oh Mann. Das ist Peter. Peter findet seinen Namen nicht lustig. Mhm. Haben wir hier noch irgendwas Tolles drin? Colossal Chest Zeug. Haben wir noch Zäune drin? Auch Achsen. Die kann ich mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wann man es braucht. Nehmen wir auch mal mit. Slack könnte man auch hochpacken. Bienen lasse ich erstmal hier. Haben wir zwar oben was, aber. Hemp habe ich hier eh nicht drin. Ne, wir haben hier Cherries. Aber so richtig andere Sachen haben wir nicht drin, wo ich sage, ja, unbedingt gerne. Ja, wir haben hier einen Haufen Archaic Bricks noch, mit dem wir dann auch bauen könnten. Wie gesagt, die Kiste müssen wir dann auch mal wegpacken noch. Die können wir noch mal mitnehmen hier. Mushrooms, wer weiß, vielleicht brauchen wir sie mal. Die Rosebush nehmen wir nochmal mit. So, ist es fertig? Nein. Ich warte jetzt ernsthaft 4 Minuten auf das Zeug. Das nervt. Nee, schnarch. Danke. So, dann. So, einmal. Das Zeug hier weg.
was ich jetzt mitgenommen habe wieder. So. Okay. Und dann machen wir das nächste Mal einfach, weil ich habe jetzt erstmal auch. Es war wieder eine Folge von wir probieren alles und am Ende kommt wieder nichts dabei rum, weil alles doof ist und niemand uns mag. So. Ich sollte vielleicht die Wolle gleich einfärben, dann spare ich mir da einen Schritt. Ist egal. Rotwolle rein. So. Dann mal. Ah, naja, gut. Nein, ich mache ja eh Shift. Bin ich bescheuert? Warum mache ich einen Back? Ich brauche den Bucket. Was ist denn mit mir heute wieder los, ey? Okay. Auch noch zwei Molten Core. Es ist irgendwie heute alles wieder so. Yay. Gut, dass es funktioniert. Okay, gut, dann würde ich aber sagen, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wird viel reichen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte einen Ender Bucket machen. Eigentlich. So, weil den kann ich nämlich drauflegen und jetzt kann ich. Das ist dann besser. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal kümmern wir uns darum, dass wir die Automatisierung fertig kriegen und dann haben wir vielleicht doch mal irgendwas geschafft. Und das muss ich auch mal schöner machen hier mit dem Trim. Gut, aber dann jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag. Tschüss und ach man, bin ich froh. Ach, bin ich froh, wenn wir das dann alles endlich mal fertig haben. Gut, dann tschüss, auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag. Ciao.